Und ich habe 2 Skelette erhalten von Justus. Danke, Justi. Bedanke ich mich mal kurz. Und 2 Skelette erhalten von D5. Kronentruhe. Die Kronentruhe. 103 Gold mehr. 3 Juwelen mehr. Noch ein Pfeil. Oder beziehungsweise ein Pfeile. 5 Ritter dazu bekommen. Die Walküre, die wir, ja, können wir vielleicht das nächste Mal wieder einsetzen, wenn wir sie dann auf Level 3 verbessern können. Und eine Karte bleibt noch. Eine Karte bleibt noch. Lakaien freigeschalten. Und zwar gleich so viele. So viele gleich. Wahnsinn. Lakaien haben wir Level 1. Lakaien sind super so als kleine Truppen, um zum Beispiel gegen Barbaren vorzugehen oder gegen andere Bodentruppen, gegen Skelette oder eben auch gegen den Ritter, gegen den Prinz oder auch, ja, natürlich auch gegen den Ritter. Wenn die gerade abgelenkt sind oder noch ein bisschen haben, bis sie auf den Turm losgelaufen sind, setzt mal die Lakaien, sie werden nicht angegriffen und machen einfach ihren Job. Sehr gut, verbessern wir. Ach, wir verbessern sie nicht nochmal. Denn wir sind jetzt auf Level 4 aufgestiegen. Woo. 168 Trefferpunkte mehr für unseren Königsturm, 126 für die Arenatürme und 3 Schaden mehr für den Königsturm und 4 Schaden mehr für die Arenatürme. Das war Level 4. Ja, dann verbessern wir doch noch irgendwas. Wir können jetzt unsere Skelette verbessern, da wir von den anderen Clanmitgliedern hier relativ viel gespendet bekommen haben. Hier haben wir nochmal Skelett erhalten von Maggi 2M98. Vielen, vielen Dank dafür. Und 2 Skelette erhalten von Yoshi. Ich komme hier so vor, als würde mir hier jemand Geld spenden. Ihr kennt das schon, ne? Und man bedankt sich dann immer bei denjenigen, die Geld gespendet haben. So ungefähr komme ich mir gerade vor. Na gut. Sehr witzig. Kobolde lasse ich erstmal außen vor. Die Minions. Wir verbessern die Minions nochmal. Trefferpunkte 9 mehr, Schaden 4 mehr und Schaden 4 mehr. Und noch ein paar Experience, Erfahrungspunkte. Wir brauchen jetzt insgesamt 200 für Level 5. Ist auch nicht so viel, denn wir bekommen ja eigentlich auch relativ viel Erfahrungspunkte. Das kostet 150 für den Mini-Packer. Das sparen wir uns noch auf, glaube ich. Wir könnten uns noch einen... Na okay, Mini-Packer kaufen macht ja jetzt natürlich keinen Sinn. Dann hier läuft alles. Vielleicht verbessern wir noch die Sperrkobolde. Das hätte ich gerne noch. Das würde... Ja, ich glaube, das macht noch Sinn, die Sperrkobolde zu verbessern. 7 Trefferpunkte mehr und ein bisschen mehr Schaden. Relativ wenig. Seht ihr, das gab uns gerade 6 Erfahrungspunkte. Heißt, wenn wir insgesamt 30 Truppen, 30 gewöhnliche Truppen oder so verbessern, dann haben wir es schon. Das geht echt, echt schnell. Dann sind wir schon Level 5. Wenn das so schnell geht, dann überlege ich mir vielleicht wirklich noch etwas länger das Let's Play zu machen. Ist noch Zeit für ein Spielchen, ein Testspiel hier gegen noch jemanden? Noch eins live? Fragezeichen. Schauen wir mal. Wenn noch irgendjemand gerade eben zufälligerweise Bock hat, dann machen wir noch so ein Testspiel. Ich finde so Testspiele immer super. Leider gibt es ja sowas in Clash of Clans nicht, aber aus verständlichen Gründen natürlich. Und hier macht es aber vollkommen Sinn und es macht auch richtig, richtig viel Spaß, wenn man sich dann in Schadenfreude wühlen kann, wenn man denn irgendeinen Freund besiegt hat oder einen Clanmitglied. Das ist natürlich super. Nehme jeden Gegner. Gegner. Da gibt es einmal die Muckis. Vielleicht hat ja irgendeiner Lust, ansonsten endet es wie in der letzten Episode, wo mich keiner wollte. Nein. Ich glaube, es waren gerade 8 Mitglieder online. Es war so, ist sowieso Wahnsinn. Wir sind so viele mittlerweile geworden. Ich weiß gar nicht, ob wir vielleicht einen zweiten Clan schon anfangen sollen oder ob wir outsourcen sollen, die Leute irgendwo in andere Clans verfrachten oder einfach ausdünnen wieder. Es ist echt schwierig, schwierig. Aber so ein bisschen fehlt mir momentan auch noch der Tick von Clans, der Sinn von Clans. Das ist noch nicht so. In Clash of Clans hat man ja wirklich Clans. Na, da macht ihr Clankriege im Team. Da geht es darum, dass man im Team was gewinnt. Und das fehlt hier einfach noch so ein bisschen. Das fehlt einfach ein bisschen. Aber ich glaube definitiv, dass die Entwickler da an irgendetwas arbeiten. Und dass da relativ bald irgendwas kommt. Ja, wenn keiner ein Testspiel machen mag,
dann gehe ich wieder. Ich genieße natürlich noch die schöne Musik hier im Hintergrund. JJ kennt ihr sicherlich auch noch. JJ ist aus Semper Rapmess und wir kämpfen das erste Mal im Zaubertal, oder? Da waren wir noch gar nicht. Das ist die Area beziehungsweise das Kampfareal, wo JJ gerade drin ist. Der ist bei 1667 und er wird uns hier vollkommen fertig machen, aber wir machen das jetzt einfach mal spaßeshalber hier gegen JJ. Denn JJ ist ein ziemlich, ziemlich guter Clasher. Der ist mittlerweile schon auf, oh Gott, fragt mich nicht, Rathaus 11 relativ weit oben. Und schon fast maxed out wieder. Läuft super, macht super Angriffe. Und hier in Clash Royale ist er natürlich auch einer unserer Besten. Und das zeigt er natürlich, indem er uns wunderbar einheizt. Wir haben wenigstens haben wir sein Türmchen schon mal Schaden gemacht. Das ist schon mal ganz gut. Wir werden hier den linken Turm verlieren, weil ich einfach nichts dagegen machen kann. Keine Chance gegen Level 7er Skelette und gegen den Level 4er Riesen. Echt Wahnsinn. Wahnsinn, wir müssen hier ein bisschen mehr Schaden machen mit der Musketierin und die Hexe. Ich hoffe mal, mein Drache nimmt sich jetzt der Hexe an. Ja, die Musketierin hat den Drachen. Hier rechts kommt ein Ritter und da müssen wir die Musketierin abwehren. Oh je, jetzt buhen sie mich alle aus. Das ist aber nicht nett. Gar nicht nett. Wir machen links immerhin ein bisschen Schaden. Das ist nicht schlecht. Das Problem ist, JJ kann jetzt direkt vor unserer Haustüre parken. Und ich setze die Koboldhütte natürlich genau neben meinen Turm. Das solltet ihr möglichst tunlichst vermeiden. Setzt ihn lieber links ganz außen hin oder rechts ganz außen hin. Weil jetzt könnte zum Beispiel der Gegner kommen und einfach mit einer Rakete da drauf zielen und eurem Turm natürlich Schaden machen. Den kleinen Arena-Türmen, da ist es nicht so schlimm. Aber bei unserem großen Kronenturm, wo der König drauf sitzt, ist so eine Rakete, die tut dann schon weh, ne? Wenn da eine Rakete einschlägt. Wir hauen hier eigentlich nur Sachen raus, was geht. Unsere Musketierin ist Level 3, die ist gar nicht so schlecht. Wir versuchen hier einfach noch so lange zu überleben, wie es geht. Die Musketierin macht einfach wahnsinnig viel Schaden. Musketierin ist ehrlich gesagt richtig, richtig gute Truppe. Und mein Drache, manchmal dreht sich der Drache um und fliegt einfach wahllos wieder zurück. Oh Gott, ich verstecke mich ja schon. Ja, tut mir leid, Publikum. Ich hab's verhauen. Tut mir leid. Gutes Spiel, aber es war ja so zu sehen. Was möchte denn D5? Nachher, irgendwann. Ja, das war's mit dieser Episode, beziehungsweise mit dieser Aufnahmesession. Ihr seht unten wieder alle Truhen voll. Oben haben wir Kronentruhe, nächste Gratistruhe in 3 Stunden 30 Minuten. Das dauert also noch. Ich baue vielleicht, nein, natürlich nicht. Ich baue in der nächsten Episode, glaube ich mal, ein vielleicht neues Deck. Vielleicht haben wir bis dahin noch ein paar andere neue Karten. Dann wagen wir uns mal wir wagen uns mal mit einem anderen Deck ran. Wir haben ja heute sowieso schon ein bisschen umgebaut mit der Koboldhütte. Das war sicherlich nicht schlecht. Ich spiele sehr, sehr gerne Koboldhütten. Das werdet ihr ab sofort auch noch des Öfteren, glaube ich, dann zu sehen bekommen. Vielleicht bekommen wir auch noch irgendwas anderes Cooles. Magietruhe heute war auch cool. Die nächste dauert erst wieder, bis wir die bekommen. Es dauert relativ lange noch. Vielleicht sehen wir irgendwann nochmal eine. Mal schauen. Johnny hat den Clan verlassen. Gut, ist in Ordnung. Dann Grüße an Johnny und ich wünsche allen anderen noch viel Spaß mit meinen anderen Videos hier auf Mazzes Clash Channel. Bis zum nächsten Mal.